Dann wollen wir doch mal nach Erzdorf. Wo ist das denn? Da. Da waren wir sogar schon. Erzdorf, ein Dorf, das von manchen auch Rudnik genannt wird und das von Graf Primislavus Donstessa gegründet wurde, einem entfernten Cousin von König Foltest von Temerien. Der Graf war für seine leidenschaftlichen Wagenrennen entlang der geschlängelten. Warum ist das weg? Ah. Entlang der geschlängelten Waldwege und schmalen Landstraßen bekannt. Durch dieses Spektakel erfreute er die Schaulustigen, eroberte die Herzen der Damen aus der Nachbarschaft und beschwor den Hass seiner Rivalen herauf. Auf nach Erzdorf. Klingt nach einem Ort für uns. Da sind wir schon. Oh, was ist denn mit dem Haus hier passiert? Fehlen da die Texturen? Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Warum sieht das Haus so komisch aus? Irgendwie sieht das aus, als wenn die Textur nicht richtig geladen wäre. Gucken, ob uns das nochmal auffällt. So, gehen wir doch erstmal hier ein bisschen durch die Straßen. Pfeift eine Melodie. Wurde uns leider noch nicht mal gesagt, welche. Okay, also hier ist auch schon diese Pest angekommen, falls ihr den Text da gerade mitgelesen habt. Er ist vor Hunger schon ganz verrückt. Moment mal! Ja. Ah, der Dings da. Ja. Oh, Moment mal! Moment mal! Ah, der Dings da. Übrigens, ich bin der Dings da. Ich bin der Dings da. Nö, ich sehe gar nicht so schlimm aus. Das Haus da, das sieht schlimm aus, weil das ist irgendwie nicht richtig geladen. Okay, gehen wir einfach mal. Oh, hier ist ein Schmied. Ein Waffenschmied. Was denn? Ich möchte etwas anfertigen. Können wir doch mal gerade gucken, ob wir uns irgendwas herstellen lassen können. Das nicht, das nicht, das nicht. Das. Da fehlen uns Zutaten. Und das ist sowieso schlecht. Schwertertechnisch sehen wir ein bisschen arm aus, würde ich mal sagen. Was haben wir hier? Das ist schlechter. Das ist leider für Stufe 13. Das könnten wir aber schon herstellen. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, können wir mal herstellen. Schadet ja nicht, eins davon zu haben. Tja, Greifensilberschwert. Warum können wir das nicht bauen? Bereit zur Herstellung, Teile vorhanden. Herstellung nicht möglich, Teile fehlen, falsche Handwerker. Ah, die Handwerkerstufe ist zu niedrig. Du Pappnase. Ich würde sogar sagen, dass das Schwert sogar stärker ist. Wegen der Zeichenintensität zum Beispiel. Aber wir können bei dem das leider nicht machen lassen. Ansonsten interessiert uns eh nichts. Achso, wir könnten vielleicht nochmal kurz reparieren. Oh, nee, Moment. Erstmal handeln. Handeln. So, was ist mit dir? Das habe ich gerade hergestellt. Da, die wollte ich kaputt machen. Oh. Das Ding ist sogar besser. Wobei unseres hat natürlich 50% kritische Treffer und so. Nee, das lasse ich mal.
kann ich das hier verkaufen. Weg, weg. Alles weg. Der hat noch ein bisschen Kohle. Was ist das hier? Weg. Weg. Oh, ich glaube, das hätte ich nicht wegmachen sollen. Na, egal. So, du bist doch hier ein Waffenschmiedi-Typi. Genau, die meine ich hier. Das Ding will ich haben. Was ist das? 40% kaufen. So, und reparieren. Da, nein, Moment. Erstmal zerlegen. Wo war zerlegen? Da ist zerlegen. Nein. Verbesserung entfernen. Nein. Zerlegen. Ach so, nee. Wo war das denn jetzt? Ich will das... Andersrum, ich will die Steine haben. Wie mache ich das denn? Ich will nicht die Verbesserung entfernen, ich will die Dingens. Ah, reparieren wir jetzt erstmal einfach alles. Ich finde das schon noch. War wahrscheinlich bei einem anderen Typi. Bis dann. Egal. Bis dann übrigens. Was ist hier? Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Okay. Ah, Moment, da sehe ich gerade was. Hier ist ein Schleifstein. Können wir doch mal für 15 Minuten unsere Waffen verstärken, auch wenn ich glaube, dass das nicht ausreichen wird. Egal. Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse. Du Weißer, was willst du? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Wenn du weiter solche Spöne wenn du weiter solche Töne spuckst, dann wirst du das nicht mehr miterleben. Kinderreim, Ohren an Föhren, der Wald, er kann hören, gezeichnete Hand, der Herrinnenband. Sehr schön. Warnung, dass niemand ein Wort über die Ereignisse auf der Reuseninsel verliert. Er soll es sonst bitter büßen. Neue Schnitzerei gesucht. Ah, Moment, die könnte ich auch mitnehmen. Die Schnitzerei von den Herrinnen am Fluss wurde vom Blitz getroffen und ist verbrannt. Jemand muss eine neue herstellen, bevor unsere guten Wächterinnen zornig werden. Wer das Talent hat, nehme einen Meißel und mache sich ans Werk. Der Älteste. Bitte von Anora. Herhören, mein Mann Johannes hat mich und die Kleinen verlassen. Er hat sich alle Wertsachen geschnappt, die er tragen konnte, und ist verschwunden, ohne ein Wort. Wenn ihr ihn trefft, dann spuckt ihm für mich ins Gesicht. Ja, warum auch nicht? Warnung von den Nilfgaardern. Hört, hört, gute Leute. Nilfgaarder haben mir einen Besuch abgestattet. Ich soll dem Dorf mitteilen, dass jeder, der den Redaniern hilft, aufgeknüpft wird. Ich wollte ihnen sagen, dass ich hier seit den Zeiten König Medels keine Redanier mehr gesehen habe, doch es war vergebens. Ich mache ihre Warnung also hiermit per Aushang bekannt, der Älteste. Und wir haben einen Auftrag, vermisste Soldaten. Es sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee jemanden sucht, der sich im Gebiet auskennt, ein Jäger oder Kundschafter und der uns hilft, eine vermisste Patrouille aufzuspüren. Es ist möglich, dass die Soldaten einem Monster zum Opfer gefallen sind. Trifft dies zu, erhält derjenige, der den Kopf des Monsters sowie zusätzliche Informationen über den Vorfall liefert, eine Belohnung vom Unterzeichnenden. Ehre dem Kaiser, Milan Noran, Kommandant der in Erzdorf stationierten Division. So, jetzt müssen wir uns das jetzt noch extra durchlesen, war das so? Ah ja. Was passiert mit den anderen Zetteln? Die sind schon ausgegraut, oder was? Oh, rot? Gucken wir doch mal gerade. Nebenquests. Hexaufträge. Ah, da. Oh. Stufe 22. Ich glaube, das können wir erstmal knicken. Dann machen wir hier mal gerade Fäuste gegen Wählen. Da fehlt doch auch noch Fischfresser. War der nicht hier auch irgendwo in der Nähe? Nee, war er nicht. Okay, was haben wir noch? Nebenquests. Haben wir dann Verteidiger des Glaubens. Da müssen wir noch einen Schrein reparieren. Wo war das?
da unten. Auch jetzt nicht so unmittelbar in der Nähe. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt einfach auf nach Ochsenfurt, oder? Ja, wir machen uns auf nach Ochsenfurt. Wir gehen jetzt zum Galgenhügel und dann... Auf nach Galgenhügel und dann gehen wir mal hoch nach Ochsenfurt und gucken mal, was denn die Tochter von ihm so sagt. Neben dem Schild ist, glaube ich, noch ein Spot gewesen. Den können wir auch noch eben abklappern. Ah, hier sind wir. Quests. Familienangelegenheiten. Genau, findet er mal rein Ochsenfurt. So, und wo war jetzt hier noch irgendwie ein Fragezeichen? Hier. Und da unten überall. Gehen wir erstmal dahin. Ich habe gerade einen Frosch im Hals, es tut mir leid. Der will auch nicht so wirklich raus. Was haben wir denn hier? Eine kleine Stadt oder was? Kleine Feste. Bin ich hier gerade durch einen Baum gelaufen? Ah ja. Oh, warte. Ich wollte doch nur dem Land dienen. Aber... Ey, jetzt bleib doch einmal so stehen, wie ich das haben will. So. Ich wollte nur meinem Land dienen. Und es ist jetzt vorbei. Verdammt. Fehlt noch ein bisschen Blut. Naja. Okay. Hui. Wo geht's denn hier rein? Hier unten? Hey, da ist ein Lagerfeuer. Das sieht gut aus. Teufelsgrube. Oh, Moment, hier ist ein Zettel. Zettel, da. Kraft des kaiserlichen Dekrets, bla bla bla, ausgestellt von Nilfgaardischem Kriegsgericht, wurde diese Person des Verrats und der Spionage für Readien für schuldig befunden. Sie wurde zum Tode durch den Strang verurteilt. Oh. Der hängt schon länger da. Ey, yo, was geht? Ist der auch durch Tode des Strang und so? Ja. Sie stand da sogar, sie. Was ist das denn hier? Wir haben doch gerade irgendwas entdeckt hier, oder? Teufelsgrube. Die Einwohner von Velen glauben, dass in den weitläufigen Kavernen unterhalb der Teufelsgrube Dämonen beheimatet sind. Das ist doch genau das Richtige für uns. Dann mal rein in die Teufelsgrube. Da kommst du noch in Teufelsgrube. Ja. So. Was ist denn hier? Banditenlager. Ach, ist das so? Dann klaue ich also von Banditen. Das ist, glaube ich, gerecht. Würde ich mal behaupten. Was ist denn eigentlich, wenn man was Geklautes klaut? Ist das wieder Diebstahl? Abgeschlossen. Ist das hier eine komplette Stadt nur von Dieben? Da oben rennt einer. Nun gut, was haben wir denn hier? Schweine? Da rennt jetzt auch gerade eine Ziege los. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier gleich auf Feinde treffen, ob das hier... Ob man vielleicht auch mal mit Banditen reden kann. Das wäre eigentlich auch ziemlich cool. Oh, ich wollte gerade fragen, wo ist denn da meine untere Leiste? Und dann war sie auf einmal wieder da. Scheiße. Huch. Da ist ja wer. Wie ein Mann. Einsatz, Leute, Einsatz. Du wirst es nie lernen. Jetzt bist du. Hey! Hexerei! Oh.
coole Sache. Hat funktioniert, würde ich sagen. Oh, da kommt einer von hinten, oder was? Schade, dass das mit Axi... Ach, ich bin auch wieder doof, ne? So, wir müssen mal gerade hier wegen dem Dingens hier gucken. Also ich will das Feuerstromzeichen da nehmen. Dafür können wir nämlich dann... wo war das? Hier, Marionette. Das können wir da reinpacken. Und da rein. So. Jetzt müssten die eigentlich wieder für uns kämpfen. Warum soll ich denn aufgeben? Wegen dir? Das klappt aber irgendwie immer noch nicht. Irgendwie öde, dass das noch nicht so ganz funktioniert. Wie ein Mann. Yeah. Hör! Oh mein Gott! Wo willst du hin, Geralt? Ich meine, sich das Lager angucken, okay, kann ich verstehen, aber dafür gleich so viele Etagen runterspringen auf einmal? Schon ein bisschen wagemutig, mein Freund. Dabei sind wir doch gerade extra da hochgeklettert. Einfach wieder runterspringen. Und der Typ da unten, der fragt sich auch, warum wir nicht einfach weiterkämpfen. Mein Gott, ey, das ganze Lager jetzt hier auseinandernehmen, das kann aber auch eine Ewigkeit dauern. Ich werde wahrscheinlich versuchen, einfach nur unten in die Mitte jetzt reinzukommen. Stirb. Und gar nicht mich jetzt groß hier noch mit allem Plünderzeugs aufhalten. Was ist hier? Auch abgeschlossen. Was ist denn hier alles abgeschlossen? Komm zu Papa. Bin schon da. Reißt ihm die Eier ab. Huch! Entschuldige, das war dein Arm. Naja, brauchst du auch nicht mehr. So, hier liegt bestimmt noch ganz viel Krams, oder? War klar. Hier sind aber noch mehr Gegner, das höre ich. Und ich sehe es auf der Minimap. So, wir gucken hier, warte mal hier. Da ist da was. Anzünden, will ich doch gar nicht. War es das jetzt hier schon mit Gegnern oder was? Das war die große Banditenstadt. Ah, da ist noch wer. Verdammter Ziegenficker. Dafür kriegst du erstmal eine Schelle. Tötet ihn, haltet ihn, werft ihn. Oh, 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 oh. Ups. Geralt. 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 Ich kann doch nichts dafür. Nein. Ah, sehr gut. Oh, was ist denn hier? Da unten ist ja auch noch was. Bring dich um. Warum denn? Was hast du davon, mich umzubringen? Na, komm schon. Versteht das nicht. Was hat er davon? Und was ist das hier? Da unten ist irgendwas. Feuer. Das? Kommt man da runter? Bestimmt, oder?
Irgendwie muss man doch da runterkommen. Ich will wissen, was das ist. Hier? Versperrt. Aber wie will ich mir denn den Dämon da unten angucken, wenn hier alles versperrt ist? Oh, hier sind Verkohlte. Ich bin doch Hexer. Ich muss mich doch darum jetzt kümmern. Wie können denn hier die Banditen weiter in Angst und Schrecken sterben, wenn ich den Dämon nicht töten kann? Habe ich da gerade ernsthaft einen Gwenel gefunden? Was habe ich mir gerade eben gecraftet? Auch ein Gwenel. 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 Warum ist das schlechter? Naja, gut. Gibt es also mehrere davon. Und ich dachte, das wäre so ein einzigartiges, tolles Superschwert. Da habe ich schon 20 Gwendels bereits besessen. Aber ist voll blöd, dass ich da jetzt nicht runterkomme. Och, Geralt. Hör doch auf, immer die Kerzen auszumachen. Die Leute haben doch Angst im Dunkeln hier. Ich wäre jetzt ernsthaft gerne mal runtergegangen. Da ist doch auf jeden Fall irgendwas zum Runterlassen. Also die Leute wurden da runtergelassen, aber warum? Um sie zu verkohlen. Aber warum will man Leute verkohlen? Schade, schade, dass wir diesem Rätsel nicht weiter auf den Grund gehen können, weil wir auch nichts an Papier oder sowas finden, was wir uns durchlesen könnten. Nun gut. Verlassen wir diesen Ort halt wieder. Von wo sind wir gekommen? Von hier irgendwo? Oder ist da hinten noch irgendwo ein Eingang? Uff. Da ist auf jeden Fall noch ein Haus. Hier war ich noch nicht. Ich wollte gerade sagen, da waren wir doch schon, aber das ist identisch wie auf der anderen Seite. Ist hier noch irgendwas? Ah, die haben Gwind gespielt. Ich hoffe ja, dass die Gwind mal als Multiplayer-Spiel rausbringen, weil die KI, die ist mir zu blöd, deswegen spiele ich das nicht gegen Computer. Aber das so als Free-to-Play-Titel oder so, wäre eigentlich ganz witzig. So, ich meine, ich spiele ja auch gerne Hearthstone. Fände ich eigentlich ganz cool. Ich mag dieses Gwind-System sowieso. Uah, da will ich nicht runter. Finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Spielidee zu sagen, man hat nur zwei oder man muss zwei Runden gewinnen, bekommt einmal nur die Karten und der Rest ist dann eben Combination. Ich komme hier auch nicht rein. Das ist ätzend. Das gefällt mir nicht. Naja, gut. Ein kleiner Exkurs in die Teufelgrube. In Teufelsgrube. Küche, ja, doch, egal. So. Ich weiß, ich könnte Plötze holen. Mach ich auch. Los, so. Lauf! Schneller! Kannst das Schwert wieder wegpacken. Was ist da? Eine Wanderung? Komm schon. Eine Wanderung von was? Ghulen. Hier durchstreifen Ghule also das Land. Sind wir schon in Ochsenfurt? Nee. Wir sind in einem kleinen Vordorf. Siedlung der Steinschneider. Was können wir uns denn darüber dann durchlesen? Vor über 20 Jahren entdeckte hier ein gewisser Bartolomeo wegen bestimmter Merkmale seiner Frisur als Dachs bekannt, reiche Vorkommen eines hochwertigen Gesteins. Er kaufte das Land für einen Apfel und ein Ei und verpachtete es dann wieder an die örtlichen Bauern, bevor er nach Kovir ging, wo er bis heute als reicher, mächtiger Bürger lebt.
cool. Auch gut bewacht hier. Wahrscheinlich wegen Grenzlande von Ochsenfurt. Aber warum? Warum soll ich ersticken? Das ist, ergibt ja keinen Sinn. Beweg dich. Und ramm das Tor auf. Sehr schön. Okay, weiter geht's nach Ochsenfurt. Lang lebe Radowitz. Ja, so ähnlich. Ochsenfurt ist Radowitz-Gebiet? Ernsthaft? Das ist interessant. Wir haben den Ponta doch noch gar nicht überquert. Hm. Radowitz scheint also gerade diese Zwischenstadt eingenommen zu haben. Nun gut, reiten wir mal weiter. Ziemlich gut bewacht. Weiter so, Plätze. Geh mir aus dem Weg. Schon eine recht große Stadt. Habt ihr einen Passierschein? Komm schon, wir brauchen keinen Passierschein. Wir sind aus Novigrad, seit über 8 Generationen. Schwein. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Kein Durchgang! Halt! Kein Durchgang! Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Ja. Da fehlt ein Siegel, das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Interessant, dass er die Schuld direkt auf irgendwen anders wieder schiebt. Wir scheinen sehr autoritär zu sein. In Städten, Dörfern und Lagern sind die Wege schmal und die Hindernisse zahlreich. Deshalb ist deine maximale Bewegungsgeschwindigkeit in diesem Bereich begrenzt. Okay. Lassen wir unseren Blick doch mal gerade von der Brücke schweifen. Das ist der Ponta, glaube ich zumindest. Da hinten sehen wir Novigrad im Hintergrund scheinen. Und hier ist dann die Inselstadt Ochsenfurt. Die auch irgendwie eine halbe Festung ist, wenn man sich das mal anguckt. Wer mag es einem verübeln, denn wir sind hier mitten im Krieg. Aber verwunderlich, dass hier der Krieg nicht direkt schon ausgebrochen ist. Waffenruhe und sowas, aber... Gerade um so eine Stadt hier würde man ja dann kämpfen. Wobei Novigrad wohl das ehre Ziel für solche Kämpfe ist. Können wir da was mitnehmen? Ne, schade. Oh, was ist hier? Abgeschlossen.